haben da 30 cm neuer Schnee. So geil zum Spielen. Es ist echt ein Feeling, wenn man es in den Pulverschnee reinhaut. Coole Bedingungen, voller Einsatz und so wollen wir das halt gewinnen. Hattet ihr solche Bedingungen schon mal? Habt ihr schon mal im Schnee gespielt? Nein, das ist unser erstes Mal beim Snowvolley. Es hat minus 5 Grad. Ich spüre meine Hände und meine Füße nicht mehr. Und wer mehr fightet, gewinnt. Did you expect the weather like this? Yes, we were prepared. Yeah, we expected it. Yeah. And we have a Jägermeister. Ja, es ist ja quasi die Geburtsstätte des Snowvolleyball. Wir haben 2009 hier begonnen, die Wiege des Snowvolleyballsports, da ist alles entstanden, vor 6 Jahren. Und man sieht, wir haben mittlerweile Olympiamedaillengewinner da, wir haben sogar Olympiasieger da, Weltmeister, Europameister, also es ist wirklich was Krasses daraus entstanden. Ist auch immer wieder für das ganze Team sehr emotional, hier zurückzukommen nach Wagrain. Für uns super Ereignis, super Flair und wir sind happy, hier zu sein. Die Erwartungshaltung ist größer, man ist auch ein bisschen mehr aufgeregt, weil alle Leute kennen das hier, sind damit groß geworden, vergleichen das mit den Vorjahren, schauen, was kann man noch mehr machen, was ist besser, kommen noch bessere Spieler. Wir haben ja nun einen Bronzemedaillengewinner der London Olympic Games hier da und. Also schon ganz andere Erwartungen, schon auch an uns nochmal, wir wollen noch mehr zeigen. Und wettermäßig ist ja jetzt auch alles dabei gewesen bisher. Ja, aber ich sage immer, wir können alles, nur kein Wetter. Und das muss man einfach so akzeptieren, wie es ist. Das Gute ist, dass die Stimmung klasse ist, dass wir tollen Snowvolleyball sehen. Und das ist die Hauptsache. And it's so cold, it's hard conditions, but we are very, very happy that they won. Because last year I was second and now we won, it's very good. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es ist ein ganz top organisiertes Event. Also danke auch den Sponsoren, vor allem Amway. Trotz der Wetterbedingungen war es echt toll. Genau, wir freuen uns, dass wir gewonnen haben. Wir sind super motiviert. Jetzt kommen noch zwei wirkliche Hammer. Wir fahren einmal nach Italien und das Grande Finale in St. Anton am Arlberg. Darauf freuen wir uns. Das wird eine richtig dicke Nummer und dann wird gefeiert.